Geländewagen heißt der, Ich ne? habe mir einfach einen Ford geholt und ich bin recht zufrieden mit dem, muss ich sagen. Echt? Ja, ich kann echt nicht klagen mit Ich dem. finde den generell ganz gut. Ich habe den auch mal vor kurzem gekauft. Ich habe halt, dachte mir so, der Mustang, ja gut, der fährt rückwärts, bergauf schneller als vorwärts. Deswegen ließ ich den Ford Focus zu. Auch wenn das die Spaltmaße da mit der Stoßstange zum Radlauf nicht so wirklich passt, habe ich das Gefühl. Ah, das bist du. Ich wollte schon sagen, geh mal weg da. Dräng dir einfach ab. Du musst abdrängen. Sonst hast du verloren. Ich werde mein Bestes Voll geben. die Massenkarambolage hier hinten. Und der Papa, er zog einfach durch. Jetzt ist an ihm vorbeigezogen worden. Hier bin ich Achtung, da komme gehemmt. ich. Vorsicht. Ja, ich habe extra die Zeile zum Bremsen genommen. So. Oh, sie versuchen sich hier gegenseitig den Arsch wegzudrehen. Ja, guck mal, ne, der eine hat jetzt schon keinen Bock mehr, der kommt gar nicht hinterher. Der macht gleich einen auf Henne. Komm, wir holen uns die da vorne. Da ist ein Deutscher bei, oder? Lese ich doch hier gerade. Alex, oh. Ups. Alles cool, ich habe dich Alles, aufgefangen. ich hab's Es sah so gesehen. aus, als wenn du ein bisschen gewackelt hättest. Da dachte ich, Ja. komm, fängst du den Hendrix mal. Und wir alle raus. Oh Bis hier ins Mann, was Sightseeing. macht ihr da vorne denn? Wir fahren hier, ne, kein Autoscooter, sondern Rennen. Ja, natürlich. Oh, hier geht's bergab. Uiuiui. War mal kurz mit dem Kannst Auspuff unten. du jetzt mal bitte die beiden, danke. Oh, das war ein bisschen Zaun. Oh Scheiße, jetzt fühle ich mich hier aber gerade ganz schlecht. So Sandwich und so. Keine Angst, ich bin hinter dir. Ja, dann ist alles super. Cool. Du darfst auch gern vorbeifahren. Ich habe kein so starkes Auto. Ich habe schon wieder den Schwächsten hier. Aber ich glaube, bei diesem Aber ich Rennen bin glaube, ich gar demnächst wirst nicht du so. deinen Wagen auch mal ein bisschen mehr auftunen. Oh, ich hätte gerade fast den Arsch. Ich dachte, du wärst dieser Typ. Das mit diesem Ford Focus ist richtig gefährlich. Da ist er! Ich zeig dich an! Hast gesagt, zieh vorbei und dieses Angebot nehme ich dankend an. Ja, das hat dieser andere Typ auch dankend angenommen, sehe ich Also, gerade. na ja gut, ist ein bisschen scheiße gelaufen dann, ne? Aber kein Thema, Hendrix. Ich hol mir den. Ich bin Optimist. Oh! Hast du den? Ne, er hat dich, glaube ich. Oder du hast dich irgendwie Ja, ich selbst. hab mich selbst abgeschossen. Besonders, ne, das Rennen hat hier einfach so 42 Checkpointe. Was? Ja, Zacke. drei Runden A14, ne? Oh, Ja, es ist wieder am Kopf rechnen gebracht, lieber Freunde. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob der Mann. Henrik sich da nicht gerade verrechnen kann. Genau, mach So. das mal. Oh Mann, also wir beide, ne, das ist echt schon eine komische Mischung, glaube Ein bisschen. Hä, was macht denn der hinter mir? Der muss ja die ganze Zeit Ah, der vor rückwärts mir hat einen fahren. Unfall Alter. gebaut. Was? Spaß. Zieh ihn aus. Wir sollten auch mal wieder zusammen Far Cry 4 zocken, glaube ich, so ein bisschen, ne? Ja. Du, solange ich da nicht das Lenkrad für brauche. Nee, hoffe ich nicht. Außer du kannst halt die Wagen da im Game mit dem Lenkrad Ja, fahren. genau, diese ganzen Tuk-Tuks und was da ist, Mit der Alter. Mu also die Musik da drin ist immer noch am besten. Ah, guck mal, da ist da dieser Vogel hier. Das Rennen ist sehr lang, da kann echt noch eine Menge passieren, außer für den letzten, da ist es gelaufen. Ja, aber der kommt gerade ziemlich gefährlich nah, sehe ich. Ja, an dich. Obwohl, Quatsch, nee, der muss noch Kurven und alles fahren, das habe ich vergessen. Der Und dritte kommt aber ziemlich nah an mich ran. Oh, hier bin ich jetzt schön rumgekommen. Uhu. Das ist einfach so, die Gelenk der Wendekreis vom Fokus, der ist einfach 5 Meter weniger als ein LKW, den hat. ja, mit dem GTR kannst du leider nur driften, was das hier angeht. Aber wenn er ein bisschen leistungsstärker wäre, dann wäre das eigentlich ganz angenehm. Muss halt echt mal ein bisschen Zeit investieren und auftunen. Ja. Ja, den habe ich ja jetzt Oh, eigentlich dieser nur behinderte hochgezogen wegen der Spaß. Story-Mission, ne? Oh, Hendrix, was ist das denn? Der hat mich abgedrängt, aber das ist selbst schlimmer abgeflogen als ich. Ah, ich habe ihn gerade auch noch ein bisschen gerammt. Kannst du ihn noch ein Ich bisschen bin Hendrix wieder stupsen? im Rennen hier, Kannst du ne? ihn, hast du ihn gestupst? Oh, ich habe gerade eine ziemlich bittere Überholaktion gemacht. Ja, die ihn gerade kurz mal in den Rasen gesetzt hat, aber er ist trotzdem noch dran. Oh,
Sehr schön. Oh, das war schön. Scheiße, da ist er wieder. Und sogar vor dir, ne? Ja, das Problem ist, er wollte mich gerade wegrammen, aber ich habe die Kurve richtig gut spitz genommen und dann hat er kurz den Baum geküsst. Nice. Also so. Gegen den nach vorne bin ich echt nicht gewachsen. Ne, der ist echt, der geht ab, ne? Auch wenn er Fehler baut, der ist direkt wieder an allen dran, aber der hinter uns, ne, dieser andere Ford Focus, der ist ein bisschen, der ist, in ihrem Mangel, würde ich sagen. Und der ist auch noch ein Deutscher, ne? Also der, lieber Sefriel Ger, wenn du das siehst, fick dich. Du bist scheiße. Zieh dich an. Ist echt so, ne? Das ist hier Landesverrat. Ja. Oh, er hat schon wieder versucht, mich wegzudrillen. Fairplay wird in Deutschland groß geschrieben. Ja, ne, wir sind echt die größten Assis in den Spielen, ne? Wir sagen immer so, oh, ich hasse das, wenn ich weggedreht werde oder so, aber wir machen es immer selber. Und wir fahren einfach so rückwärts die Strecke, damit wir nicht kommen. Oh. Richtige Assis. Ja, aber ich hab gelernt, hier musst du auch Assi sein, sonst kommst du nicht voran. Sonst machst du hier auch keine Freunde. Ist echt so. Was ist denn mit diesem Gribot, oder wie der heißt da? Der fährt sein Rennen, also der fährt eigentlich nicht in unserer Lobby. Oh, ich dachte, es ist ein Geländewagen, aber ein bisschen Gelände und schon kackt er ab. Muss aufpassen, dass du nicht einen Checkpoint verpasst, ne? Na, ich doch nicht. Aber schöne Abkürzung. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ja. Oh, oh. Hendrix? Ja? Da waren. Freuen sich ja mich nicht. Da war ein Bambi. Bambi? Ja, ein Bambi. Weißt du noch, bei The Forest. Oh, guck mal, ein Bambi. Das müssen wir nicht. Wir müssen alle Spiele nochmal zurück ins Leben rufen. Weil The Forest, habe ich gesehen, hat sich sehr, sehr viel verändert. Ja, man kann auf die Bäumehäuser drauf. Echt? Das haben die gefixt. Ich glaube es nicht. Und dann kannst du dir irgendwie noch so einen riesigen Turm bauen mit, keine Ahnung, brauchst du irgendwie 120 Loks für oder so. Aber da kannst du nicht drauf, kannst du nichts mitmachen. Ja, immerhin einen großen Turm gebaut, ne? Ja. Da ist der jetzt recht nah dran. Ja, ich hab gerade Zaun gefressen, das hat keinen Zweck. Aber der Typ ist auch wieder, der ist direkt im, der ist in meinem Arsch. Im. Ja, jetzt versucht er mich natürlich auch gleich wegzudrehen. Na, mal schauen, was wir hier noch so rausholen. Oh, das ist und er versucht mich zu drehen, aber... Oh, ich konnte es nur abfangen. Ich fange ihn ab. Nein, oh Mann, das gibt's doch nicht. Oh, du schöner Mensch. Ach ja, schön. Ehrlich, oder? Ja, immer wieder, ich feier das. So, aber so knappe Rennen mag ich lieber als so langweilige vorne vorausfahren. Ja, bei mir ist es andersrum. Der Grievot. Hä? Wer will's wissen? Er hat hier den Arsch offen. Ja, der hat uns den Arsch offen. Oh Mann. Der letzte hat, glaube ich. Ja, ich glaube, der letzte hat jetzt schon wieder keinen Bock. Ne? So, jetzt mal ein gescheites Rennen, bitte. Ja, jetzt hier nicht diese ganzen, hier diese aufgeblasenen Reifen. Wenn ja gut, ne, der ist auch Rang 8000, ne, ist aber nicht so gut wie der Favorit eben. Aber ich glaube, der hat auch ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, der hier, ne, der dominiert hier so ein bisschen. Und dieser Deutsche da, dem schreibe ich jetzt erstmal was, ne? Wie heißt der? Sefriel, du Verräter. Oh nee! Hey, Gelände! Wuhu! Ja, yippie! Grievot will wieder Platz. Er will jetzt Platz 1 machen, ne? Ja, das sind solche typischen. Ich will Platz 1. Ja. Oh, guck mal, ne, der Sefriel hat seinen Wagen geändert. Ja, pass auf, das ist jetzt die ultimative Powermaschine. Ja, der fährt. Guck mal, der hat einfach nur XD geschrieben. So ein Spaß. Der fährt ein Mini. Generell scheiße auf Gelände, so ein Mini. Kommt eine Bodenwelle und eine Bank kriegt die auseinander. Ja, Flie, weißt du, wo wir vom Mini abgezogen wurden, Alter? Ja, aber jetzt hat es so abgefuckt. Wir haben uns einfach zerstört, Alter. Und jetzt ziehen wir immer noch über ein Mini her. Oh, ich wurde gerade von hinten leicht angeditscht. Ja, das ist der letzte von eben.
Den hol ich. Der. Ja, dieser Free Wind, den hol ich mir mal kurz. Ja, zeig dir mal eben, was das denn soll. Ja, der geht einmal das Haus besuchen. Der hat ein Fahrrad über die. Alter, dieser Mini, ne, ich sag mal so, der ist ganz schön gut. Alter, ich komm gar nicht an die dran. Henrik, du machst das. Ich komm nicht mal an dich gerade dran. Ich kümmere mich um den letzten. Oh, ja, der kommt gerade an mich dran. Oh, der hat mir einen Stoß gegeben und oh. Hat sich aber selbst wieder mehr abgeschossen als mich. Das ist schlecht. So, habe ich dir nochmal einen Schubs gegeben? Oh, ja, hat sich aber gut gefahren, hat er Glück gehabt. Ah, da geht, da nimmt er die Kurve jetzt eng, damit ich nicht einstechen kann. Oh, 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 oh. Wer ist Platz 1, hä? Oh, Jens, was ist da los gewesen? Ja, ich hab grad ein bisschen, oh, oh. Ich hab grad ein bisschen, oh, oh. Mama mia. Oh, Mann. Ja, der zieht er an mir vorbei, mia, anstatt mir die ganze Zeit am Polo rumzufummeln, ja, Alter. Da ist der Mini schon wieder vor mir, ich fass es nicht. Oh nee, Jens, was machst du auch? Ja, wo wollt ihr das nur her? Dieser Freewind, ne, der ist auch hier. Oh, Alter, wir haben den gerade richtig schön weiße Arschbolzen verpasst, den Mini. Oh, scheiße, mich hat's weggeschossen. Ja gut, dann zieht an mir vorbei, ja. Oh, und tut euch ganz warm an, genau, fahren wir nochmal rein, damit auch alles perfekt ist. Sach, muss ja auch die Kirsche auf die Torte setzen. Was macht der denn da? Spaß. Ja, das gleiche habe ich gerade eben auch getan. Ja, also sag mal nix. Spaß denn. Achtung, der kommt, ne? Der will dich auch rammen. Ja, ich. Ja, gut. Ja, man darf auf YouTube keine bösen Ausdrücke. Das fick dich. Okay. Der ist einfach gegen den Baum gefahren, der Spaß. Ja, der ist einfach voll schlecht, aber der fährt anscheinend auch mit Lenkrad. Ne, ich glaube, da ist das Lenkrad nicht so richtig eingestellt. Ich würde mal empfehlen, das Lenkrad wieder ins Auto einzubauen, wo es hingehört. Bei ihm ist bestimmt so, wenn er nach rechts lenkt, fährt das Auto nach links. Da muss man sich dran gewöhnen, ja. Oder einfach mal falsch rum an den Tisch. Oder? What? Ja, das Lenkrad einfach spiegelverkehrt aufbauen, ne? Oder kennst du diese Leute, die ich mit so einem Bügelbrett von Fernsehs stellen, weil die das Lenkrad da ans dran geschlossen haben, weil die keinen Tisch haben? Die wollen sich dann so ein Bügelbrett aufmachen, das sah da nicht so geil, Alter. Warum auch nicht? Man muss improvisieren. Es gibt mal viele, die das machen. Wir nennen sie jetzt Bügelbrettfahrer. Unter anderem ein Jens. Ich zum Glück nicht. Ich nehme mal die Rampe jetzt hier. Hui! Okay. Wow! Was? Wow! Alter! Tschüss, Jens. Ja, gut. Na guck mal, das Rennen ist gleich schon zu Ende, ne? Ach, ich finde die Strecke hier gerade voll geil. Ah, wenn ich gerade, hätte ich gerade eben nicht diesen Fehler gemacht, ey. Wahnsinn. Und dieser Quivet gewinnt das wieder. Wuhu! Und der Typ hat sich einfach schon wieder abgeschossen. Der versucht einfach andere abzuschießen und schießt sich die ganze Zeit selbst an. Ja, das ist ein typisches Beispiel, ich bin voll Idiot. So, Kollege ist gefahren, sag's dem. Oh Mann. Fällt auch immer witzig, wenn sie nicht so deutsch verhalten und einfach so andere Ausländer noch in der Lobby sind. Die verstehen den einen selbst gar nicht. Fall ich auch immer wieder bei LOL, wenn die Engländer oder Russen oder was weiß ich einen beleidigen zu müssen und einfach auch Deutsche über die schreiben, das nicht checken. So, jetzt mal bitte irgendwie, wie wär's doch mal mit dem Rallye-Rennen? Oder so Performance, ne? Das, ja. Kommen die dicke Bärte zum Vorschein. Die dicke Bärte. Ey, du musst das anders aussprechen. Ja, man sagt nicht die dicke Bärte, man sagt die dicke Bärte. Wenn wieder, ja? Wenn wieder Gelände kommt, lass dich einfach wieder verlassen. Und andere. Wie soll man dann irgendwas in L.A. nehmen oder so? Ja, ne, das, aber das ist, da sind zum Beispiel die Rennstrecken richtig kacke.